Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Und es geht in die Kathedrale, aber ich muss es vor jeder Aufnahme, in jeder Aufnahme am Anfang muss ich sagen, Leute, bitte keine Spoiler und kein Backseat Gaming in die Kommentare hauen. Ich versuche das alleine zu schaffen. Falls ich irgendwo wirklich Fragen habe, so wie jetzt letztens in einer der letzten Folgen, da hilft mir dann der Chat gerne mal aus, wenn es darum geht, dass ich zu lange für Fortschritt brauchen würde, der offensichtlich früher oder später sowieso kommen würde. Einfach aus Entertainment-Gründen wird dann da ein bisschen vorgespult. Duell-Amulett. Könnte man nicht einfach so plötzlich hier rumstehen? Ich hätte bitte gerne ein Leuchtfeuer. Oh, was ist das? Ein Aufzug. Hier geht's runter. Hier geht's auf den Balkon. Da hinten ist ein Lud. Da hinten ist noch ein Priester. Du bist ein ganz schön dicker Kollege, ey. Ey, mit deinem Kumpel habe ich Frieden geschlossen. Wollen wir nicht auch? Oh Mann. Na, fraglich, ob das klappt. Da oben stehen noch welche rum. Da hinten geht's runter. Okay, das sind zwei verschiedene Wege. Hier der links runter und. Tilo, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Oh, hier geht's auch runterwärts. Tilo, ehrlich? Das ist aber nett. Das freut mich sehr. Wait. Wo bin ich? Schwarzes Wasser. Wo bin ich hier? Oh, let's go. Nice. Wunderbar, perfekt. Darauf habe ich gehofft. Let's go. Ah, Moment, 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 Moment. 31.000 Seelen, die wollen ausgegeben werden. Kann ich Schwert leveln? Ich meine, ich habe ein bisschen Funkeltitanit gefunden. Schauen wir mal. What needs, Smithen? Ah, reicht leider nicht hierfür. Ah, das braucht auch Funkeltitanit, okay. Hierfür Titanitschuppe habe ich auch nicht. Und große Titanitscheibe auch nicht genug. Naja, dann nicht. Enshrouded hat das erste Story-Update bekommen. Ja, Enshrouded, ey. Ach, das wäre auch mal noch so ein Ding. Ich habe viel zu viel zum Zocken. Ja, ist okay. Moment. Nee, 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 nee. Bevor wir jetzt hier was machen, muss ich einmal ganz kurz noch mal schauen, was gab es hier noch? Das passt. 30 Glaube ist zu viel. Nee, ich glaube, ich denke. Rauch-Ultra-Großschwert ist natürlich auch geil, ne? 50 Stärke. Oder die Hälfte zweihändig. Und A-Stärke-Bonus. Fettes Ding. Und die Season von Battlefield ist in die zweite Questwoche gegangen. Dragon's Dogma 2 ist auch ziemlich geil gerade. Ey, ich find's mega, wenn ihr die Zeit findet. Aber bei mir ist gerade so hart Dark Souls und ansonsten
versuche ich irgendwie. Stoßschwert, nee, sehe ich nicht. Okay, alles klar. Kristallwesen. Okay. Ansonsten versuche ich irgendwie hier durchzukommen, damit ich dann Elden Ring starten kann, um dann das Elden Ring DLC für den Kanal mitzunehmen. Der Herr Inhalteersteller ist in seiner Freizeit Inhalte erstellen. Genau das. Genau das. Ich habe heute zwei Aufnahmen Project Zomboid gemacht und mal geguckt, ob ich daraus eine schöne Geschichte schrauben kann. Ich denke, mindestens eine wird's. Da muss ich mich aber auch hinsetzen und heute habe ich wirklich nicht so die... Heute Vormittag war ich so furchtbar müde, dass ich mich dann nochmal hingelegt habe. Da ging gar nichts. So, jetzt ist die Frage, Leben habe ich eigentlich, ist okay, aber ein bisschen mehr schadet ja nicht. Machen wir es erstmal so. Du hast mir geschrieben, hab ich gar nicht mitbekommen. Ich habe irgendwo einen Discord-Sound gehört und habe dann geguckt, hä, okay, nee, niemand hat geschrieben. Ich habe es einfach echt nicht gesehen in dem Moment. Muss ich nochmal gucken. So genau, ich wollte diese beiden hier, die wollte ich schlucken. Dürften nicht allzu viele sein. Ja, 3000 Kristallwesen, okay. Und dann die andere wollte ich auch noch schlucken. Vom Dämon. Mein Steam-Overlay hat gestreikt. Welcome home, Ashen One. Ehrlich? Speak thine hearts to them. Very well. Then touch the dark Hignari. So. Ah, Belastbarkeit wollte ich noch ein bisschen hochdrücken. Machen wir es auf 15. Passt. Sehr gut. Nochmal dicke Level gemacht. Ah, du hast mir in Steam geschrieben. Ja, kann auch sein, dass das... Okay, nice. So, Fortschritt. Und ich habe echt schon viel Leben. Ah, und ich wollte auch noch ein bisschen Ding leveln, ne? Ach, hier, Ausdauer. Apropos Stärke, ne? Apropos Stärke. Ich könnte wirklich mal dieses Schlachtermesser wieder reinhauen. Ah, da stehen jetzt die drei. Ich guck mal, wo es hier lang geht. Enge Gänge, ich hasse es. Okay. Aua. Scheiße. Ja, ist okay. Ist okay. Abgründiger Edelstein. Okay, hier war nur ein bisschen Loot. Passt. Oh, was ist... Oh, oh Mann, ey. Diese Dinger. Ach, lass mich hier raus. Und am besten auch vorbei. Mann, ey. Ach. Was wird das hier? Bin ich ja nicht so der Freund von...
Ich habe mit deinem Kumpel Frieden geschlossen. Können wir das nicht so machen? Aua! Ich will nur ein bisschen looten, warte kurz. Ich verprügel dich gleich. Hör auf, mich zu hauen. Aua. Ich verprügel ihn jetzt erst, bevor es hier weitergeht. Ups. Zu spät gedrückt. Ey, come on! Ach! Du kleine, große Mistsau! Hallo! Ich drück doch ausweichen! Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ey, come on! Dann halt nicht! Brauche ich mehr Platz! Nein! Oh. Ach, das hat jetzt funktioniert, oder was? Ja, du willst mich doch verarschen. Ich höre dich nur und fühle dich einfach. Scheiße. Hallo, hör auf, mich zu verprügeln jetzt. Au. Oh, nochmal eine mitgegeben. Och, Mann. Okay, ich renn weg. Scheiß auf den. Ah. Oh ja, jetzt schießen auch noch Bogenboys auf mich. Einmal ins Loch. Jetzt habe ich nämlich auch keine Heilung mehr. Oh, jetzt erschreckt mich hier diese Statue. Leute, 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 Leute. Das ist das reinste, der reinste Terror hier in dieser Kathedrale. Gut. Schwer am Überlegen gerade. Ob ich nicht doch nochmal den verprügeln soll hier. Au! Am Ende verprügelt er halt mich. Keine Ahnung, ich habe nicht mal seine Hand gesehen. Aua! Stoppen Sie bitte! Wow. Da war ich verprügelt worden.
Was ist hier? Eine Kiste. Bist du eine böse Kiste? Ja, du bist eine böse Kiste. Sowas von offensichtlich eine böse Kiste. Wollen wir gar nicht weiter drumrum reden hier. Voliant des Abgrunds. Bringt mir alles nix hier. Das ist doch alles Mist. Diese dämliche Zauberei. Was ist das hier? Warum ist hier nichts los? Ich hab dich gehört. Ich hab euch gehört. Zeder, danke für den Follow. Vielen Dank. Und wer bist du? Einer, der nicht damit gerechnet hat, dass mein Schwert so viel Schaden macht vielleicht? Bazi. Gib mir wenigstens dein Loot. Kathedralenritterrüstung läuft. Und grüß dich, Zeder. Herzlich willkommen. Oh, was? Oh, hab ich mich erschrocken. Mein Gott, diese Kathedrale ist voll von... Oh. Das ist der reinste Horror. Dieses Geräusch auch. Also ich glaube, ich will dieses Tor da unten öffnen, vor dem er sitzt. Was macht der Foliant des Abgrunds? Diese ganzen Folianten, die... Da ist jetzt noch einer. Die schalten mir Zauber frei, aber die benutze ich ja nicht. Ich glaube, da hinten geht's durch. Renne ich da jetzt einfach durch? Eigentlich will ich die Tür bei ihm da öffnen. Oh Mann, 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 oh Mann. Ich schau mal, ob ich hier... Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, vergiss es. Das klappt nicht. Ah, und er wirft mit Dreck. Ey, sag mal, ihr kleinen Bastarde! Das sind die miesesten Mistviecher, diese kleinen, dreckigen... Komm hierher, lass uns hier kämpfen, wo wir Platz haben, bitte. Aua. Aua. Aua, aua, aua. Mist, zu früh gerollt. Nope. Nö, 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 nö. Was ist das? Ha? Ah.
Ey, ach, ihr seid auch so dreckig schnell, ne? Ach, es ist einfach ätzend. Kleine Goblins. Okay, das war eine Abkürzung, die ich jetzt hier hochgefahren habe, oder? Oder so ähnlich. Warum? Warum habe ich jetzt hier... Verstehe ich nicht. Diese Kathedrale macht mich wahnsinnig. Und ich bin noch nicht mal lange hier drin. Hier geht's schon wieder in irgendeinen... Nach unten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mann, dämlicher kleiner Kobold. Spuckende Statuen. Hier fallen bestimmt gleich wieder irgendwelche Boys von oben auf mich runter. Steam gerade down gegangen. Ich weiß nicht, da müsstest du mal... Die Leute im Chat, können dir was dazu sagen? Oh, das ist halt sau scheiße hier jetzt, ne? Ich versuche mich mal vorbei zu sneaken. Mal gucken, wer auf mich reagiert. Oh, fuck. Ich hätte ihn doch oben killen sollen. Okay, es hat gut, ganz gut funktioniert eigentlich. Ich spiele eh im Offline-Modus. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, ob Steam... Heiligen Zweizack. Okay. Das ist nicht die Tür, die ich dachte, dass es wäre. Und ein Heimatknochen. Ah. Wild. Das war einfach nur eine Loot-Tür. Und damit ich jetzt nicht nochmal gegen den kämpfen muss, habe ich einen Heimatknochen bekommen. Naja, gut, von mir aus. Die updaten jeden Dienstag. Ehrlich? Steam? Nee. Gibt's da ein kurzes Update? Jeden Dienstag? Oder eine kurze Downtime? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, nee. Hä? Ich bin verwirrt. Was diese Mauer hier jetzt soll in der Mitte der Kathedrale? Auch witzig, dass die hier sowas einbauen in so einer Kathedrale. Ich würde ja schon gerne... Ich meine, das ist eine super Position hier, um ihn zu killen. Eigentlich. Das ist eine super... Oh! Aua! Eigentlich hier so ist eigentlich super. Wenn ich besser ausgewichen kommen würde. Ich weiß nicht, warum ich hier jetzt auf einmal nicht mehr... Oh, okay, da wischt er. Das war nicht gut. Nein, nein, nein. Oh, das war... Ja, ich hatte nicht den Flakon drin.
nicht den Flakon ausgewählt gehabt. Und auf einmal zeigt er mir den Heimatknochen-Unsinn an. Ups. Oder lasse ich den Riesen einfach Riesen sein? Scheiß auf den, oder? Ich hab der, also... Oh, dieser ganze Weg, was, wo muss ich denn überhaupt hin? Ist okay. Ging's hier nicht links irgendwie nach oben? Wo bin ich hier eigentlich? Hier ging's nach oben, die Treppe. Echt, dieses, also die Kathedrale, die macht mich kirre. Abgefahrenes Gebiet, ey. So, hier bin ich doch nach oben. Genau, und da wurde ich das... Und hier ist dieser... Übergang oder das Tor, das ich hier hochgefahren habe, wo ich keine Ahnung habe, was das soll. Nope. Nope, 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 nope. Nope. Dass diese Hexe, die hier steht, mir solche Schwierigkeiten macht. Alle anderen habe ich sofort verprügelt und gar kein Thema, aber die... gibt's mir anders hart. Ah, okay. Na gut. Ich verstehe diese Mauer immer noch nicht. Kein Sinn. Beyblade! Nee, diesmal nicht. Kriegen wir nicht gedreht, ne? Runter mit dir. Ach, guck mal. Ey, what? Okay, what? Was auch immer, ey. Diese kleinen, mistigen Kobolde, die machen mich... Da ist noch einer. Ich hab ihn gerade hinter mir herlaufen hören. Die gehen mir sowas von auf den Sack. Rat suchen. Hm. Bin gerade am Überlegen, ob ich hier einfach runterhüpfe, ne? Ich glaube, da geht's weiter. Das war doch so. Da hinten ging's doch weiter. Ach, dann gehen wir halt den normalen Weg. Was war hier nochmal? Hier ging's nach links, genau. Hier kam dann der Kathedralenwächter auf mich zu und die zwei Boys, die von oben runtergefallen sind. Die habe ich jetzt schon gekillt. Das heißt, wir haben nur noch den Boy. Komm her. Das geht gut klar mit meinem... Nee. Hier fällt gleich irgendwie dieses Katzenwesen auf mich drauf. Wo will ich hin? Da will ich lang. So. Hier kann ich auch eine Mauer hochfahren. Ha. Wo ist der Hebel dafür? Ich will es einfach nur tun, damit ich es getan habe.
Na, der wird da auf der anderen Seite sein in dem Fall. Wenn das hier irgendwie sinnig aufgebaut ist, ist der hier irgendwo. Nö. In dem Fall nicht. Kollege. Machen wir nicht. Nee, okay, nö. Ich fühle mich tatsächlich gerade wirklich extremst wie der Zwiebelritter. Okay, da ist die Grütze. Hier ist keine Grütze. Da ist ein Hebel. Ich weiß nicht, was die Hebel machen und warum ich es tun sollte, aber ich tue es jetzt einfach. Ich weiß nicht warum, für was, wieso, weshalb, ne? Keine Ahnung, aber... Ey, was ist das hier jetzt für eine miese Nummer? Lass mal bleiben. Aua. 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 Er ist einfach Speedy Gonzales. Dass der nicht getroffen hat, auch schon wieder so ein rigged Nummer hier. Rigged Astley. Naja, der war schlecht, tut mir leid. Muss ich euch killen oder bleibt ihr hier einfach? Liegen. Ihr bleibt einfach liegen, ne? Das passt schon. Also sitzen. Ihr sitzt ja auf Bänken. Hier ist nochmal ein Aufzug. Wo führst du hin? Nach oben. Hä? Oh. Okay, das müsste jetzt die Tür sein, an der ich vorhin stand. Ja. Okay, das ist jetzt die Tür, an der ich vorhin stand. Alles klar. Verstehe. Ah. Und den Weg habe ich freigeschaltet. Wo sind die Typen, die jetzt auf mich niederspringen, wenn ich das loote hier? Nirgends. Hey, Zwiebel. Zwiebelboy. Wie kommst du denn hierher? Well, you look reasonably sane. Ja. I am a knight of Katarina. Moment. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. It's right over there, across that narrow part. Treasure. Always so close, yet so far. Das ist ein anderer Zwiebelritter. Indeed. Oder?
Wahrscheinlich. Klingt so. Irgendwie. Just hold your horses a moment. I know, treasure is so sorely tempting. Ja. Just hold your horses a moment. Okay, okay. Okay, jetzt weiß ich, für was ich diese Dinger hochgefahren habe. Das sind nämlich die Wege. Aber dann fehlt... Nee, passt. Fehlt keins. Shame on you, you greedy guts. Ey! Ich wollte doch nicht deinen Schatz... Ich wollte einfach nur weiter, ich will den nächsten Boss. Ich komm von da unten, du Schnürbacke. Was ist das denn jetzt für eine miese... Oh! Mein letzter Flakon. Ich brauche Flakons, ich brauche Heilung. Keine Lust zu laufen. Ja, an der Stimme, ja, 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 ja. Also schon. Der klang anders. Nope. Muss ich jetzt... Nee, warte. Muss ich jetzt da runtergehen, um dann wieder das Ding aufzumachen, dass es wieder hochfährt? Och, nee. Das hätte ich ja gerade machen können. Ich bin doch so doof. Einmal mit Profis. Arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Das gibt's doch nicht. So ein Mist. Naja. Kriegen wir schon hin. Ah, die war mit dem Eisschwert aber schneller kaputt. Aua. Das, der Eisschaden, der da getriggert hat, der war mächtig bei ihr. Also wenn ich den hier zweihändig nehme, ist das auf jeden Fall ziemlich stark. So, du Zwiebelbanause, wo bist du? Fake-Zwiebelritter. Hm. Steht er da drüben? Ich glaube, er steht da drüben. Da ist jedenfalls eine Glatze. Ja gut, Wenn der Aufzug jetzt unten gewesen wäre, ich wäre gnadenlos in den Tod gestürzt. Ich will eh einmal gucken, was es hier noch gibt.
ich weiß, ihr wollt mich alle verprügeln. Ich laufe hier einfach so an euch vorbei und ignoriere euch. Alles easy, gar kein Problem. Ach, guck mal. Aha. Wen haben wir denn da? Diakone des... Ist das euer Ernst? Das? Hi, wo kommst du denn her? Der Fettsack springt auf mich zu. Hey! Okay, ihr spawnt einfach immer wieder, habe ich das Gefühl. Ihr spawnt einfach immer wieder. Ha. Aber irgendwie habe ich dem Boss schon Schaden gemacht, aber ich könnte jetzt gerade nicht sagen, wie. Okay, jetzt doch anscheinend. Was bin ich sehend? Ich kämpfe gegen die Diakone des Abgrunds. Ist das nicht offensichtlich? Ich meine, es steht da unten. Okay, hier sind irgendwelche dabei. Ah, warte mal. Du bist ein Richtiger. Oder? Nee? Oh Gott, okay, hier passiert jetzt noch mehr. Oh, 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 oh. Ich würde gerne mal den Priester da in der Mitte killen. Ja, das ist wirklich...
Also es ist schon irgendwie geil. So, was machst du hier? Bist du einer von denen? Nee. Aua, es fliegt einfach durch diese große, durch den riesigen Altar ein Fluch hindurch. Was macht ihr? Ihr beschützt jetzt den in der Mitte wahrscheinlich, ne? Oh, nope. Ich habe ein Problem damit, dass ihr diesen Schrein aufladet mit eurer Kraft. Und das macht nur Fluch. Und Fluch killt mich instant. Ah, Fluch killt mich ja instant. Da war ja was. Aber ey, ich habe eine Idee. Ich muss nur einen Moment finden, in dem ich diese Idee jetzt geschwind... Jetzt vielleicht? Oh, nein! Shit! Okay. Ärgerlich. Ja, okay, hätte ich mir auch denken können, dass es nicht die beste Idee ist, hier... Ey, das ist aber ein weit entferntes Leuchtfeuer, oder? Verflucht und zugenäht. Allerdings, absolut korrekt. Also ich denke, meine große Keule, die hilft mir da gleich schon sehr, wenn ich an ihr hier vorbeikomme, ohne dass ich jetzt kassiere. Ja, sieht gut aus. Ich habe jetzt Bock, den nochmal zu probieren, den Boss. Das ist irgendwie cool. Kannst du mal nicht mir hinterherlaufen? Was ist das denn jetzt für ein Unsinn? Kommt die einfach mit? Ja gut, dann muss ich sie halt verprügeln. Die Gude. Ich probiere jetzt den Boss nochmal. Aber ich will auf jeden Fall auch den falschen Zwiebelritter noch verprügeln. Ich bin schwer. Ah, das war ja das Problem mit der Riesenkeule. Da muss ich ja das anziehen. Dann geht's, ne? Ja. So, Leute. Wumms! Okay, es macht nicht viel mehr. Aber die hat ein bisschen einen Rückstoß.
Gibt's hier irgendwie einen... Ich hab's noch nicht gefunden. Dass es hier irgendwie einen speziellen Gegner gibt, der erkennbar... Ey. Der Rotleuchtende. Ja doch, der Rotleuchtende. Okay, 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 okay. Ja, guck mal. Okay, 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 okay. Wo ist denn mein Loot eigentlich? Den würde ich schon gerne mitnehmen. Da hinten. So, weil ich mir sicher bin, dass ich den jetzt vielleicht besiegen kann, machen wir einmal das, bitte. Wir haben ja die Zeit. Nachdem ich jetzt erkannt habe... Ah, okay, und das Rote wechselt immer den... Nach dem Kill geht das Rote woanders hin. Und da muss ich gucken. Mhm. Verstehe. Ah, ja, ein bisschen zu viel gewollt. Ja, ist ja gut. Ach nee. Ah. Wie schnell das geht mit dem Verfluch, ne? Okay, die schwere, die Waffe ist es nicht. Das dauert zu lang. Die andere war schneller und hat den gleichen Schaden gemacht. Es war jetzt ganz witzig, dass die zurückgeworfen wurden, aber... Das war's nicht. Die Waffe war es nicht. Warum bin ich jetzt wieder so schwer? Ist die leichter? Minimal. Hä? Ohne Schild oder was? War ich vorhin auch so schwer? Ja, ohne Schild ist gut. Zu viel gegessen. Ja, das wird sein. Aber wenn die mir jetzt eine Puppe droppen, dann bin ich aber auch schon ein bisschen verwundert. Was mache ich hier überhaupt? Diakone des Abgrunds besiegen. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, warum ich hier bin. Nur wegen der Puppe und die... Können wir nicht drüber reden? Na komm, lassen wir sie mal runterlaufen. Ich habe keine Lust, dass die mir hinterher rennt.
höre sie, oder? Ach, halt doch die Schnauze. Alter. Der Dämon ist auch riesengroß und brennt und ich weiß nicht mal, der spricht wahrscheinlich nicht mal meine Sprache. Hat die Sigi mir extra vorgeschlagen. Absolut richtig, ja. Außerdem kam er aggressiv auf mich zugerannt. Was soll ich denn machen, außer draufhauen? Der sah schon so aus, als würde er zuerst hauen, wenn ich nicht sofort... So. Ah, das bringt ja gar nichts bei denen. Ich bin ja dumm. Bringt ja überhaupt nichts. Dass ich jetzt gerade die Heilung gefressen habe. Voll dumm. Na bitte, geht doch. Kleine Puppe! Warum? Ihr da oben, warum? Habt ihr eine Puppe bei euch? Oh Mann. Mir kam gerade so ein Gedanke mit. Oh, hi! Grüß dich, Großer! Lauch ist schon ein bisschen her, ne? Wer hält mehr aus? Oh, mir kam gerade so ein Gedanke, warum die eine Puppe haben. Mit katholische Kirche und vielleicht könnt ihr euch den Gedanken selber weiterspinnen. Warte mal. Warum ist das jetzt unten? Also muss ich beide hochmachen, damit... Okay. Hä, jetzt geht nur der hoch? Warum ist denn das hier hochgegangen? Dann muss ich jetzt doch nochmal nach hinten laufen und gucken. Aua. Wenn der Dämon versucht, den Priester... Ja, genau in die Richtung wollte ich gehen, was meinen Gedanken betrifft. Warum die eine Puppe haben. Ah, ich sehe schon, es wurde verstanden. Es kam an.
Ist jetzt... Das ist doch jetzt gar nicht oben. Wo ist denn der Hebel für den... Hä? Den muss der Zwiebelritter ja bedient haben, als er hier oben stand. Den Hebel, um darüber zu kommen. Also der Fake-Zwiebelritter. Ha. Ja, da drüben steht er. Und ich würde ihn gern verprügeln, aber. Wo habe ich denn jetzt den Hebel vergessen? Beziehungsweise, wo ist er, der Hebel? Ich habe den ja nicht betätigt. Das Ding war dann schon oben. So, und wenn das Spiel ein bisschen Logik hat. Ja, vielleicht hat der Kompliz, hat er aber auch einen Komplizen, der auf der anderen Seite steht. Der Fake Boy da drüben. Das ist jetzt doof. Ich würde ihn wirklich gerne. Eigentlich will ich ihn verprügeln. In der Ecke vielleicht bei dem Riesen? Den anderen Riesen, den habe ich ja verprügelt. Nochmal umgucken. Nochmal kurz umgucken. Da in der Ecke ein Schalter oder hier? Es ist schwer zu erkennen, ob das ein Schalter ist dort. Das sieht so aus. Nee, da steht, glaube ich, nur so ein... So, Riese, kommst du zu mir, dass ich dich hier verprügeln kann? Das wäre super. Das wäre echt cool, wenn du hierher kommen würdest. Aber nee, ne? Machst du nicht. Macht er nicht. Ich will ihn aber nicht im Ding verprügeln, im... Ah, Mist. Aha. War hier noch ein Hebel? Hier war ich. War ich hier unten schon? Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Oh mein Gott. Okay, was ist das für ein Aufzug? Den kann ich jetzt auch noch nicht. Und wo führt die Tür hin? Ah, lol. Okay.
Hi. Oh, jetzt bin ich hier. Okay. Alles klar. Sachen gibt's. Warum schalte ich das jetzt? Warum schalte ich das so spät frei, den Durchgang hier? Diesen. Hätte ich ein bisschen früher machen können, ja, aber so eine krasse Auswirkung hat das jetzt nicht. Jetzt geht das wieder runter. Ich will aber, dass das hier hochgeht. Vielleicht jetzt den Hebel ziehen? Den hier drüben? Ist hier irgendwo? Bin ich einfach nur blind? Vorhin waren doch beide nach oben gegangen. Das hat halt dieser Zwiebelritter gemacht. Geht das? Ist das vielleicht einfach jetzt durch? Dadurch, dass ich ihn nicht gleich gekillt habe, weil ich gehört habe, dass es der falsche ist, hätte ich ihn einfach killen sollen wahrscheinlich. Ja, ich hab dich schon bemerkt. Komm her. Lass uns prügeln. Aua! Nicht so. Jetzt. Ich wollte erstmal deinen kleinen Kumpel platt machen. Der musste dran glauben. Du glaubst es ja nicht. Ey! Reicht dann auch wieder. So, jetzt haben wir das Ding, ist immer noch nicht oben. Oh, dieser Riese. Kriege ich dich jetzt hier so verprügelt? Wahrscheinlich nicht. Diesen kleinen Bastarden hier außenrum und diesen... Oh oh, ah! Ah! Und diesen Schlamm und alles. Einfach nur super ätzend. Ah, diese kleinen Scheißviecher. Habe ich dich erwischt? Ich glaube, jetzt ist er tot. Ah, super. War doch einfacher, als ich dachte. Und ihr jetzt. Ihr müsst jetzt dran glauben. Ihr seid nämlich das Nervigste an dieser ganzen Nummer hier. Ihr seid das Nervigste. Und Widerlichste in diesem ganzen Sumpf. Oh Mann. So. Drang Doppelhammer. Okay, das klingt cool. Das muss ich mir mal kurz anschauen. Wo ist er? Da. C Stärke E. Könnte aber witzig sein. Jetzt habe ich aber immer noch keinen Hebel gefunden für diesen...
Tja. Was bist eigentlich du, Hässliches? Ew. Mein Gott. Grausige Kapelle hier. Ganz schreckliche Dinge hier überall. Wo ist der Hebel? Es könnte hier noch irgendwas geben. Sah aus wie eine Fake-Wand. Guck mal, der hat sogar noch Loot für mich. Ja. Okay. Weiß ich nicht, finde ich nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Wäre einfach nur aus persönlichen Gründen. Aus persönlichen Gründen wollte ich den falschen Zwiebelritter nochmal verprügeln. Einfach nur, so wie ich manche anderen auch hier verprügelt habe. Einfach, weil er mich persönlich genervt hat, geärgert hat. Ist nicht weiter schlimm. Irgendwann kommt der Tag. Irgendwann kommt der Tag und dann schnappe ich ihn mir. Aber bis dahin müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Und deswegen sage ich Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.